Schön, dass du dieses Video guckst. Heute gibt es eine Bastelanleitung für ein Stofftier, nämlich den Sonnenblumenlöwen Mahi Mahi aus An deiner Seite, einem meiner absoluten Lieblingsmangas. Allerdings ist die Anleitung eigentlich auch für jedes andere Stofftier, das ähnlich aufgebaut ist, anwendbar. Dann geht's auch schon los. Als erstes habe ich alle Teile aufgezeichnet und ausgeschnitten. Dafür habe ich bei den gelben Teilen einfach einen normalen Stoff verwendet, allerdings einen relativ dicken. Und bei den orangen Teilen einen, ja, so Kunstleder. Und das ist sehr von Vorteil, weil man dann nicht jedes einzelne von diesen Blättern auch noch verstürzen muss. Für den grünen Stoff, also auch wieder einfach einen dickeren Stoff in grün. Genau. Dann habe ich das Blatt verstürzt, die Schnur eingenäht und die Blattfasern auf das Blatt aufgenäht. Als nächstes habe ich auf das Vorderteil des Kopfes das Gesicht aufgenäht. Ja, ich habe es mir erst mit Bleistift aufgezeichnet und dann mit der Nähmaschine in den passenden Farben drüber genäht. Muss man halt schauen, wie man es am besten hinkriegt. Ein bisschen habe ich dann noch mit Filzstiften abgeholfen. Danach habe ich die Ohren verstürzt. Und ja, dann habe ich sie so zusammengenäht, damit sie wie echt, also mehr wie echte Ohren aussehen. Das sieht man ja, wie ich das gemacht habe. Als nächstes habe ich dann die Blätter und die Ohren falsch rum auf die Vorderseite des Gesichtes gesteckt. Und dann den Hinterkopf mit der Außenseite nach unten oben drauf gelegt. Ja, dann habe ich vorsichtig einmal außen rum genäht. Achtung, immer gut auf die Nadeln aufpassen. Die sieht man nämlich da dann nicht so gut, dass man ja nicht drauf näht. Und unten natürlich ein Stück offen lassen und dann den Kopf umdrehen. Als nächstes habe ich dann einfach den Kopf mit Füllwatte ausgestopft und unten mit der Hand zugenäht. Beim letzten Stofftier habe ich den Fehler gemacht, alles mit der Maschine zu nähen und drum schaut es fürchterlich aus. Und da habe ich jetzt einfach mal versucht, die Stellen, die nicht so gut gehen, vorsichtig mit der Hand zu nähen. Und hat gut funktioniert. Dann habe ich den Körper verstürzt und auch ausgestopft und mit der Hand zugenäht. So wie den Kopf eben auch. Als nächstes habe ich dann den Körper mit dem Kopf zusammengenäht oder andersrum und eben auch wieder mit der Hand. Dann als letztes kommt noch der Schwanz hinten dran. Da habe ich ans Ende von der Schnur einfach einen Knoten gemacht und ja, wieder mit der Hand angenäht. Und dann ist er auch schon fertig. Und auf dem letzten Bild sieht man dann noch Mahi Mahi zusammen mit Kuro Usagi-san, dem anderen Stofftier, also dem Häschen. Eigentlich gibt es auch noch ein drittes Stofftier, nämlich das Schwein, aber ja, das muss ich noch machen. Mal gucken, wann ich da dazu komme. Ach ja, und das ganze Tutorial gibt es auch noch in schriftlicher Form auf meinem Blog. Das verlinke ich dann einfach in der Infobox. Ich hoffe, das Tutorial war euch hilfreich und ihr guckt euch auch mein nächstes Video an. Also dann, bis zum nächsten Mal.